Und ich war eigentlich nie ein, das muss ich noch kurz erwähnen, ich war ja nie ein Schläferz-Fan. Wir hatten nur letztens die letzte Sendung geguckt von Schläferz und die fanden wir ganz lustig. Ich meine, das zieht sich ja dann immer ein bisschen hin, die schlechtesten Filme aller Zeiten werden da vorgestellt. Und da gibt es eine DVD-Box, ein Viererpack. Und da sind drin, also das ist die Schläferz, wer das noch nicht kennt, Schläferz. Also die meisten werden es kennen. Ich hatte es nie geguckt, es war nur abends ab und zu mal im Fernsehen. Und wir fanden es so lustig, dass wir uns jetzt die DVD hier gekauft haben. Und da sind die Sumuru, die Tochter des Satans, ist drauf. Und die sieben Männer der Sumuru. Und die Knochenbrecher im Wilden Westen. Und Zwiebeljack räumt auf. Die vier sind hier drauf. Und da gibt es ja bei YouTube gibt es ja noch einige andere Folgen. Also für die, die auf Trash-Filme stehen, hier Schläferz kann ich nur empfehlen. Soll jetzt keine Werbung sein, aber schaut einfach mal rein. Ist ganz lustig gemacht. Wenn ihr wisst, was ihr anschauen sollt, dann schaut euch mal Schläferz an, ne?